Fußball. Viktoria Birkesdorf ist unser Gesprächsthema. Nun um 18 Uhr, 19.15 Uhr, die Viktoria Birkesdorf heute zu Hause empfing die Mannschaft aus der Eifel, Fossenack-Hürttgenwald. Und wir sind gespannt, wie es ausgegangen ist. Birkesdorf hat neue Ziele ausgesetzt mit dem Trainer Willi Kirschbaum. Und wir fragen jetzt einfach mal nach in Birkesdorf zum Spiel heute und für die Zukunft, wie es geplant ist. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Herr Jochen. Ja, heute zu Hause gehen SG Fossenack-Hürttgen am Ende ein. 4:1. Ja, Glückwunsch nach Birkesdorf. Geht ja richtig zur Sache in den ersten Spielen der Saison. Da hat der Trainer ja richtig eingekauft. Ja, wir haben aus verschiedensten Gründen den Kader nochmals verändert und ich denke, wir haben mit den Veränderungen relativ Glück gehabt. Es macht Spaß mit der neuen Mannschaft. Sie haben eine tolle Kameradschaft und es ist auch eine gewisse Qualität dazu gekommen. Und ja, im Moment läuft es relativ gut. Ja, 5 Spiele mit dem heutigen, von 5 Spielen 12 Punkte. Auftakt nach Maß, so kann man es formulieren. Ja, definitiv. Haben wir eben noch mal mit meinem Co David Leis, habe ich darüber gesprochen. Wir hatten als Minimum so ein bisschen nach 5 Spielen 7 Punkte ausgemacht. Wir hatten Hoffnung vielleicht auf 10, das war aber schon ein bisschen anmaßend. Jetzt haben wir 12. Wer da nicht sprechen kann, dass wir im Moment einen guten Lauf haben, der hat keine Ahnung von Fußball. Ja, zur Halbzeit 2:0, am Ende, wie gesagt, 4:1 vorweggenommen, aber 4 verschiedene Torschützen. Gehen wir in die erste Halbzeit. Oliver Brent hat den Torregen eröffnet. Ich glaube, in der 17. und 18. Minute. Aus welcher Situation auf der schönen Anlage in Birkesdorf? Ja, aus dem Mittelfeld haben wir sehr schön kombiniert. David Briem spielt einen Riesenpass über die Abwehr hinter die Viererkette. Olli ist mega schnell, hat es gut erfasst, Situation gut begriffen, Ball angenommen und dann unhaltbar für den Tor ins Eck geschossen. War eine tolle Situation. Ja, toll. Und 20 Minuten in der 35. wurde nachgelegt zum 2:0 durch Rafał Berlinski. Da konnte man ja zur Halbzeit schon sagen, wir haben schon fast alles eingekauft an Toren. Wenn man über die zweite Halbzeit nachdenkt, da können wir ja gleich drauf zurückkommen, nicht wirklich, aber sah demnach aus, das war ein Standard, das war eine Ecke auch von David Briem, wieder Assist, wo wir vom Spiel drüber geredet haben, dass wir einfach bei den Standards, bei den Ecken aggressiver sein müssen, hat er toll umgesetzt. Er wurde ja eingewechselt für unseren Kapitän Olli Hamboch, der durch ein Eisbein außer Gefecht gesetzt wurde. Hat er gut gemacht, der Raphael. Freut mich riesig für ihn. Er hat auch heute ein ganz, ganz tolles Spiel gemacht. Prima Leistung. 2:0 krönte seine Leistung heute. Das war klasse. Ja, aber ich glaube, die Gäste mit Daniel Ecker als Trainer hatten sich schon für die zweite Halbzeit ein bisschen mehr vorgenommen. Und wie ist die zweite Halbzeit denn angegangen worden von deiner Mannschaft? Ja, leider ein bisschen schläfrig. Was Daniel Ecker wahrscheinlich ihnen eingebläut hat, ist Aggressivität. Einfach draufgehen, einfach mal mit Körper und. Das haben sie gemacht. Und schon bekamen wir ein bisschen Probleme. Sie haben uns wirklich unter Druck gesetzt, haben auch, nachdem wir eigentlich hätten fast das 3:0 machen können durch Sammy Botsgurt, aber das ist leider schiefgegangen, sofort den Konter gesetzt und das war ein schönes 2:1. Und dann war das Spiel schon wieder auf Messerschneide. Ja, 30 Minuten Zeit, 2:1, dann wurde es nochmal richtig, sag ich mal, heftig, auf beiden Seiten. Ja, muss ich sagen, Fossenack war da griffig, war im Spiel, haben uns Probleme bereitet. Das Schöne an der Situation dann war, die Mannschaft hat Eier gezeigt. Entschuldigung für den Ausdruck, aber wir haben dann den schönsten Angriff des Spiels gemacht. David Briem auf Olli Hamboch, nee, Olli Hamboch war draußen, auf Olli Brent und Olli Brent legt den Ball nach einem schönen Dribbling quer auf Marc und Marc Breuer macht dann das 3:1. Das war mit Abstand der schönste Angriff des Spiels und ja, da waren wir auf der Zielgeraden, auf der Siegesstraße. Ja, und am Ende wurde es dann da mal korrigiert, so 6 Minuten vor Schluss, durch den eigenen Sohn, durch Lukas, zum 4:1. Aus welcher Situation hat der Junge das Tor erzielt? Wieder mal ein Standard, wieder mal David Briem mit seinen unvergleichlichen Standards, wunderbar in den 16er geschlänzt. Lukas hält nur den Kopf hin, Ball war drin, 4:1. Ja,
großer Jubel am Spieltag. Dementsprechend sitzt man noch ein bisschen zusammen in der Vereinskantine. Wenn man auf die Tabelle schaut, Platz 2, 5 Spiele, 12 Punkte, zwar punktgleich mit Lennersdorf, aber der Top-Favorit hat nur ein Spiel weniger. Ja, ist richtig. Aber damit messen wir uns auch nicht. Also für die, die sind immer noch für mich Top-Favorit. Monsieur Lohn noch oben, Monsieur Winn noch oben. Burgwacht ist gefährlich. Ich wäre froh, wenn wir unter den ersten fünf bleiben könnten. Wir genießen das gerade. Das ist schön. Das macht Spaß. Das macht der Mannschaft auch Spaß. Aber wir sind nicht vermessen. Es kann auch vielleicht 6, 7, 8 werden. Aber ich möchte einfach nicht mehr runterrutschen, weil letztes Jahr war schon grausam. Ja, aus Fehlern kann man lernen. So hat der Trainer auch wahrscheinlich die Mannschaft komplett neu aufgestellt. Ja, menschlich, sportlich mit ein bisschen Glück, das passt, aber das Menschliche führt immer irgendwo zu einer sportlichen Erfolgsserie. Wie sieht es denn aus in der Bundesliga? Was sagt der Trainer denn aus der Kreisliga zur heutigen Situation in der Bundesliga? Nee, da halte ich mich komplett raus. Das ist mir ja zu konträr. Ich bin Köln-Fan und Ah, okay. lassen Sie mich da mal ein bisschen weg. Also, nee, da hält ein Köln-Fan besser mal gerade absolut den Mund. Ja, das kann man verstehen, ne? Aber der FC Düren, der ja jetzt im Aufwärtstrend ist und demnächst gegen den FC Bayern München spielt im Pokal, die Gesprächsrunden werden wieder größer auch in der Region in Sachen Fußball. Wir schauen aber auf den nächsten Spieltag von Berkesdorf. Wo geht's hin? Wir fahren jetzt nach Schwarz-Weiß. Ja, dürfte eigentlich eine lösbare Aufgabe sein, oder? Ist eine emotionale Aufgabe, weil drei unserer Jungs, die eigentlich ja gut eingebunden waren, haben ja den Weg über den Vertragsamateur nach Schwarz-Weiß gesucht. Ist ein emotionales Spiel. Man muss einfach schauen. Es ist ein Fußballspiel. Ich hoffe, es wird sportlich ausgetragen und damit ist alles gut. Aber wir müssen schauen. Also es ist eine Mannschaft, die Fußball spielen kann. Sie haben heute 5-1 gegen Wien verloren, aber Wien ist schon extrem stark. Aber wir werden nächste Woche schauen, wie das Spiel läuft. Willi Kirschbaum, Viktoria Birkesdorf zum heutigen Sieg gegen Vossener Kürzgen. Vielen Dank und für die Vorausschau fürs kommende Wochenende. Und noch einen schönen Abend. Danke. Tschüsschen. Dankeschön. Wünsche Ihnen auch. Danke, Herr Jochums.